Es gibt heute einen Uranmülltransport von Gronau nach Russland mit 600 Tonnen abgereichertem Uranhexafluorid. Genau wie vor 3 Wochen und wie jetzt schon das leider schon das 8. Mal dieses Jahr. Und die Urananreicherungsfirma Urenco aus Gronau möchte ihren Atommüll, denn das ist Atommüll, nach Russland bringen. Und aber heute hat es eine größere Protestaktion gegeben in Methelen, zwischen Methelen und Burg Steinfurt. Mehrere Kletterer haben sich dort vor dem Atomzug abgeseilt. Seit 6 Stunden steht der Uranzug dort. Und das bedeutet, dass es halt in der Protest sich ausweitet. Es sind russische Atomkraftgegner hier, es sind niederländische Atomkraftgegner, es gibt auch in Enschede eine Mahnwache, es hat Mahnwachen hier in Münster gegeben, in Hamm, in Drenn-Steinfurt, in Gronau. Und wir sehen, dass der Protest sich ausweitet. Und wir sagen halt ganz klipp und klar, der Atommüll ist hier in Gronau produziert worden, in Deutschland. Und das bedeutet, dass der Atommüll auch hier in Deutschland entsorgt werden muss. Wir leben hier nicht im St. Floriansland. Wer sein Atommüll hier produziert, muss auch hier für die Entsorgung sorgen. Und Billigtransporte nach Russland sind einfach absolut No-Go. Und deshalb muss die Bundesregierung als Aufsichtsregierung über Urenco dringend ein Veto einlegen. Das gilt für die Münsteraner Bundesumweltministerin Svenja Schulze, genau wie für den Wirtschaftsminister Peter Altmaier und für Kanzlerin Angela Merkel, aber auch für RWE und E.ON, denen ja die deutschen Anteile an Urenco gehören. Und das ist ein langer Tag heute und das ist vielleicht auch erst der Anfang der Proteste, aber ganz offensichtlich sind Atommüllexporte nach Russland kein Gewinnerthema für die Atomindustrie. Und deshalb fordern wir die Stilllegung der Urananreicherungsanlage in Gronau und den sofortigen Atomausstieg aus allen Atomanlagen in Deutschland und Russland und darüber hinaus.